Barossaur-Rinder haben spitze Qualitäten. Die langen Hörner sind ihr Markenzeichen. Sie leben nur in den abgeschiedenen Bergen Nordportugals. Als die Barossos, wie sich die Menschen in der Region nennen, andere Kreuzungen züchteten, wären die Tiere vor 50 Jahren fast ausgestorben. Staatliche Subventionen haben aber einigen traditionsbewussten Bauern geholfen, ihre angestammte Lebensweise zu bewahren. Joaquim Fernandes Santos sucht bei einem Züchter ein Rind aus. Es soll für ein Fest geschlachtet werden, das am nächsten Tag stattfindet. Joaquim könnte auch eines seiner Rinder opfern, aber er hängt zu sehr an ihnen. Für uns sind sie etwas ganz Besonderes. Sie geben das zarteste Fleisch, brauchen nur normales Futter und sind schön. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht an ihren Köpfen. Sie sind einfach anders als andere Rinder. Ich finde sie richtig schön. Deshalb habe ich auch einige und möchte sie immer behalten. Ich werde sie niemals hergeben. Das Rind wird später vom Schlachter abgeholt. Joaquim fährt in sein Dorf zurück. Er lebt in Montalegre, in Trás os Montes, im äußersten Norden Portugals. Joaquim kennt hier die Dörfer und ihre Bewohner seit seiner Kindheit. Auf ihre Bräuche, wie den Rinderkampf, ist er besonders stolz. Doch vieles hat sich im Laufe der Zeit geändert. Aus seinem Dorf Arcos sind viele Menschen ausgewandert, um woanders Arbeit zu finden. Joaquim ist geblieben. Am Dorfeingang hat er für seine Frau Paula und die beiden Söhne einen Hof gebaut. Paula wartet schon auf Joaquim. Sie teilen sich die Arbeit. Sie hat die Rinder zusammengetrieben, er muss sie auf die Weide bringen. Paula hat sich für das Fest viel vorgenommen. Sie will mehrere Brote backen. Dafür nimmt sie nur den Roggen, den sie selbst geerntet hat. Im Dorf lebt jede Familie von eigenen Vorräten. Damit kommen sie über das Jahr. Paula will neben dem Brot auch Folar backen, mit Schinken und Wurst gefüllte Brotteige. Ihre Mutter Maria Fernanda hilft ihr dabei. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen. Welchen Schinken sollen wir runterholen, um ihn mitzunehmen? Der beste Schinken ist der dort. Ich nehme ihn schon. Der selbstgemachte Schinken von Maria ist so gut, dass sie ihn sogar auf Märkten verkauft. Paula wäre das zu viel Arbeit. Ich nehme immer viel Schinken und Würste von hier mit, aber ich würde keinen verkaufen, sondern esse ihn lieber zu Hause. Der ist sehr gut. Seit meiner Kindheit haben wir immer Würste und Schinken selber gemacht und gegessen. Im Dorf gibt es nichts Besseres als diese Würste und Schinken. Maria und Paula verbringen fast jeden Tag miteinander. Seitdem ihre drei älteren Schwestern in den USA leben, kümmert sich nur noch Paula um ihre Eltern. Sie fühlt sich für sie verantwortlich. Sie will nicht, dass sie wie viele alte Menschen in Arcos auf sich allein gestellt sind. Paula ist froh, dass sie immer mit ihrer Mutter zusammen sein kann. In Marias Haus backen sie heute Brot. Den frisch gemahlenen Roggen vermischt Paula mit Wasser, etwas Hefe und Salz. Es ist ein altes Brotrezept. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Als ich klein war, hat sie uns Töchtern gezeigt, wie sie den Teig macht. Als ich dann geheiratet habe, hatte ich schon Übung. Seitdem backe ich immer und habe mich daran gewöhnt. Es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die das so können. Der Teig muss abgedeckt werden und eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit bereiten sie den Folar zu. Aus Eiern, Milch, Olivenöl, Schmalz und Butter rühren sie den Teig. Maria gibt Weißmehl, etwas Hefe und Salz hinzu. Damit der Teig beim Backen nicht auseinanderläuft, muss sie ihn kräftig kneten. Für den Folar fehlen jetzt nur noch Marias Schinken und Würste.
Paula ist froh, mit ihrer Mutter eine gute Köchin an ihrer Seite zu haben. Sie hilft mir sehr viel. Wenn ich eine Feier habe, bitte ich sie oft, mich zu unterstützen. Und sie ist immer für mich da. Reicht das? Ja, das ist schon eine Menge Schinken und Wurst. Während beide Teige für das Roggenbrot und den Foulard eine Stunde gehen, möchte Paula noch Joaquin auf dem Hof helfen. Für Joaquin ist wichtig, dass sich seine Rinder viel bewegen. Das kräftigt sie. Der steile Berghang ist für seine Barossa-Rinder ein Kinderspiel. Als Bergrinder sind sie es gewohnt, sich trittsicher auf steinigen Pfaden zu bewegen. Vor 3 Jahren sind Paula und Joaquin auf den neuen Hof gezogen. Hier haben sie viel Platz. Der jüngere Sohn Raphael ist 15 Jahre alt. Er muss auf dem Hof mithelfen, denn die 44 Rinder machen jede Menge Arbeit. Joaquin betreibt leidenschaftlich die Landwirtschaft. Als er Anfang 2006 durch eine Rinderseuche seine 20 Barossaos und weitere Tiere verlor, zerschlug sich sein Traum vom neuen Hof. Für ihn und Paula war das eine schwierige Zeit. Um neue Rinder kaufen zu können, reiste Joaquin zu seinem Bruder in die USA. Er verdingte sich für ein paar Monate als Straßenbauarbeiter. Wir lebten von den Rindern. Dann hatten wir keine Kälber mehr, die wir verkaufen konnten. Keine Kühe. Wovon sollten wir leben? Von nichts? Ich musste nach Amerika gehen und dort 3 Monate hart arbeiten. Na gut, aber danach lief es wieder besser. Nach 6 Monaten verkaufte ich wieder Rinder. Wir mussten unser Leben ganz von vorne beginnen, aber so ist das. Paulas Vater, Antonio, bereitet den Dorfofen für das Backen vor. Jeder in Arcos benutzt den Ofen. Antonio hat zu viel Holz aufgelegt. Jetzt heizt das Feuer ihm ordentlich ein. Paula kommt gerade rechtzeitig zum Dorfofen. Für das Fest hat Maria auch Weißbrot zubereitet. Zuerst aber ist der Foulard an der Reihe. Er darf auf keiner Feier fehlen. Maria isst ihn gerne würzig mit ihren selbstgemachten Würsten und Schinken. Man muss die Wurst gut mit den Schinkenstücken vermischen. So schmeckt es nachher noch besser. Paula backt schon seit ihrer Kindheit Roggenbrot. Die Frauen müssen sich beeilen, denn beide Teige sollen schließlich gleichzeitig fertig sein. Der Foulard braucht nur etwa 40 Minuten. Deshalb kommt er als letztes auf die Schaufel. Am Ofen trafen sich früher alle aus dem Dorf. Die alten Menschen backen heute kaum noch. Maria und Paula halten an dem Brauch fest und blicken wehmütig auf alte Zeiten zurück. Am Ofen war immer viel los. Die Leute kamen zum Backen hierher und jeder brachte Bier und etwas für die anderen mit. Das ging so die ganze Woche. 2-3 Mal am Tag wurde gebacken. Heute ist das nicht mehr so. Wir sind nur noch wenige. Der Ofen bleibt oft unbenutzt. Brot im Supermarkt zu kaufen, kommt für Paula nicht in Frage. Für sie hat die alte Backstube nicht nur etwas mit Tradition zu tun. Sie ist davon überzeugt, dass ihr nur in diesem Ofen das beste Brot der ganzen Gegend gelingt. Auf dem Fest soll es ganz frisch schmecken. Die Körbe sind schwer, aber zum Glück ist es nicht weit zu Marias Haus. Joaquin und sein Vater Antonio wollen die Rinder vor den Karren spannen. Zuerst kommt der Kopfschmuck. Dann bindet Joaquin das Joch fest. Die Hörner der Barossa-Rinder werden bis zu 80 cm lang und erinnern an eine Lyra, eine antike Harfe. Fast spielerisch können die Rinder mit ihren Hörnern tonnenschwere Lasten ziehen. Antonio hat immer mit den Tieren auf dem Feld gearbeitet. Er will ihre Hilfe nicht missen. Für das Fest wollen Paula und Maria noch Chorizas, Würste, zubereiten. Das Fleisch ihrer Rinder verwenden sie dafür nicht. Rindfleisch kann man nicht nehmen, weil es in den Würsten zu trocken wird. Dieses Fleisch ist sehr gut, um es als Steak zu essen. Aber nicht für Würste, weil es sich nicht so gut räuchern lässt. Für Würste muss es Schweinefleisch sein. Karnburg.
Für ihre Würste braucht Maria nur wenige Zutaten. Viel Knoblauch, portugiesischen Rotwein, Paprika und Pfeffer. Darin legen sie das Fleisch normalerweise einen ganzen Tag ein. Da sie die frischen Würste schon morgen ihrer Familie und einigen Freunden servieren wollen, beeilen sich die Frauen mit der Wursterei. Das Erfolgsgeheimnis ihrer Würste führt Maria auf jahrelange Übung zurück. Ich mache immer viele Würste. Ich weiß nicht genau, wie viele. Aber oft sind es 200 Kilogramm oder mehr. Manchmal machen wir Würste von morgens früh bis 2 Uhr nachts. Und das mehrere Tage hintereinander. Damit sie trocknen, hängt Paula die fertigen Würste an eine Stange. Später wird Maria sie über Nacht räuchern. Die Familie zieht mit dem Karren aufs Feld. Die Rinder wurden in vielen Orten schon längst durch moderne Traktoren ersetzt. Vieles hat sich in den letzten Jahren in der Gegend verändert. Früher wurde das Gemeinschaftsleben großgeschrieben und alle aus Arcos haben sich gegenseitig geholfen. Heute sind die junge Familie und ihre Eltern auf sich allein gestellt und froh über ihre hilfreichen Tiere. Nur der Rinderkarren kommt dort durch. Wir arbeiten nicht mit einem Traktor, weil wir alles mit der Hand machen. So ist das. Ich mag das Liebe. Etwa eine halbe Tonne Ginster haben die Rinder geladen. Für die bulligen Tiere ein Kinderspiel. Der frische Ginster wird ihre neue Stallunterlage. Joaquin und die anderen nehmen den wilden Ginster nur im Frühling und Sommer. So sind die Rinder weich gebettet. In den strengen Wintermonaten wärmt sie Stroh. Nach diesen Anstrengungen will Maria als Stärkung viel Joses anbieten. Mit Petersilie erhält der Teig aus Eiern, Mehl und Milch einen frischen Geschmack. Sie frittiert den Teig in kleinen Portionen. So kann man die Filjoses mit der Hand essen. Ein Gericht, das jedem schmeckt und schnell zubereitet ist. Das essen wir oft, wenn wir von der Arbeit zurückkommen. Die Filjoses essen Maria und ihre Familie am liebsten süß. Mit Zimt und Zucker schmeckt es noch besser. Zunächst aber serviert Maria den frisch gebackenen Foulard. Bevor sie ihn morgen auf dem Fest anbietet, will sie ihn erst einmal selbst probieren. Wer arbeitet, muss auch essen. Ich habe weniger getan und darf nicht so viel essen. Schmeckt das herrlich. Zum Nachtisch gibt es die Filjoses. Nach dem Essen machen Paula und Joaquin einen Spaziergang. Sie kommen oft am Dorfbrunnen vorbei und treffen ihre früheren Nachbarn. Der Brunnen war schon immer ein beliebter Treffpunkt in Arcos. Jeden Tag versammelten sich die Frauen, um Wäsche zu waschen und Neuigkeiten auszutauschen. Paula erinnert sich gerne an diese Zeit. Am Brunnen feierte sie mit der Dorfjugend Feste. Und hier verliebte sie sich in Joaquin. Ich war noch ziemlich jung. 15 Jahre alt. Ach nein, ich war doch erst 14. Er hatte schon viele Freundinnen gehabt. Und da ich noch unerfahren war, hat er immer versucht, mich so festzuhalten, um mir einen Kuss zu geben. Das gefiel mir und ich begann ihn zu mögen. So war das, nicht wahr? So war das. Als einziges jüngeres Paar in Arcos fühlen sich Joaquin und Paula oft wie Menschen, für die die Zeit stehen blieb. Trotzdem hängen sie viel zu sehr an ihren Eltern und ihrem Leben auf dem Rinderhof, als dass sie wegziehen würden.
Der Schlachter liefert das Fleisch des Rindes, das Joaquín am Morgen ausgesucht hat. Sein Freund Manuel übernimmt das Zerlegen. Die Rinder dürfen nur noch im Schlachthof getötet werden, denn auch in der entlegenen Bergregion gelten strenge EU-Regeln. Joaquín leistet sich die 150 Kilogramm Fleisch für das Fest morgen. Er will schließlich nur das Beste anbieten. Sein Freund Manuel kennt sich mit dem zarten Barossa-Rindfleisch aus. Es hat nur wenig Fett und ist sehr saftig. Die Rinder werden nicht für ihre Milch gezüchtet. Und weil sie nicht mit anderen Rassen gekreuzt werden und sich viel auf den Weiden bewegen, schmecken die Steaks der Barossa-Rinder besonders köstlich. Leandro, der ältere Sohn, ist aus der Stadt gekommen, wo er wohnt und studiert. An den Wochenenden besucht er seine Eltern. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ist dir nicht kalt ohne Jacke? Doch, etwas. Hattest du eine gute Woche? Ja, es lief wie immer. Bin gleich fertig. Geh doch schon rein. Ich muss noch weiter gießen. Jetzt ist die Familie wieder vollzählig. Besonders Joaquín ist froh, dass Leandro endlich wieder zu Hause ist und ihnen helfen kann. Oft treibt er ihn zur Arbeit auf dem Hof an. Joaquín will, dass er den Umgang mit den Rindern lernt. Rafael, seinem anderen Sohn dagegen, macht die Landwirtschaft Spaß. Joaquín hofft, dass Rafael eines Tages den Hof übernehmen wird. Am Abend ist es in den Gassen von Arcos noch stiller als sonst. Nach getaner Arbeit ziehen sich die Menschen zurück. Paula hat am Sonntag viel vorzubereiten. Das große Familienessen und den Festschmaus nach dem Rinderkampf. Den frischen Wildkohl gibt es zum Mittagessen. Leandro soll Feuer im Kamin machen, in dem sie immer kochen. Leandro will Computerfachmann werden und in der Stadt leben. Auch Joaquín plant wieder in den USA zu arbeiten, damit er den Hof ausbauen kann. Paula macht sich Sorgen, weil sie dann die ganze Arbeit alleine bewältigen müsste. Wenigstens zur Ernte darfst du nicht fehlen. Du müsstest an den Wochenenden früher aus der Stadt nach Hause kommen. Wenn du früher hier wärst, das würde uns schon viel helfen. Aber nur, wenn ich keine Arbeiten habe. Jetzt ist die letzte Phase, in der ich Tests schreiben und Berichte einreichen muss. Und danach beginnt das Praktikum. Ich werde immer weniger Zeit haben. Aber du musst kommen, du musst dich anstrengen. Du weißt doch, dass es schwierig für uns alle wird. Ich brauche dich hier. Warten wir ab. Maria freut sich, endlich ihren Enkel wiederzusehen. Paula und Maria beginnen mit dem Mittagessen. Das Fleisch ist für das Cocido a Barossa, eine gekochte Fleischplatte mit Kohl. Zuerst jedoch will Paula einen Bohneneintopf, eine Feijoada, aus weißen Bohnen kochen. Dann muss noch ein Schweinefuß mit anderen Innereien in den Topf. Dazu kommen die selbstgemachten Würste und das Gemüse. Die Zutaten braten sie mit Knoblauch in Olivenöl nur leicht an. Maria holt das Fleisch für den Eintopf heraus, das sie klein schneidet und zusammen mit dem Gemüse und den Würsten schließlich wieder zu den Bohnen gibt. Noch etwas Paprika und in 2 Stunden ist der Eintopf fertig. Das ist eine Tradition der Barossos. Unser gutes Fleisch macht die Gerichte so gut. Aber unsere Männer wollen uns nie helfen. Sie wollen nie kochen oder etwas in der Küche machen. Sie wollen nur essen. Sie sind halt immer so erzogen worden. Sie kennen es nicht anders und deshalb helfen sie nie. Wenigstens Antonio macht sich nützlich. Er holt seinen besten Wein für das Mittagessen aus einem Erdspeicher. Es war schon immer in Montalegre üblich, einen roten Vinho Verde unter der Erde zu vergraben, was ihm den Namen Wein der Toten einbrachte.
Antonio setzt auch heute noch auf diese Tradition. Er ist davon überzeugt, dass der Wein so am besten reift. Joaquin, zwei seiner Freunde und die beiden Söhne sind schon hungrig. Vor dem Essen dürfen sie Antonios guten Rotwein probieren. Zuerst will Maria den Bohneneintopf servieren, mit Reis. Paula bereitet inzwischen die Fleischplatte aus dem Rindfleisch, einem Huhn und verschiedenen Würsten vor. Dazu gibt es den frischen Wildkohl und Kartoffeln. Für Paula käme es nie in Frage, einen Tag ohne ihre Eltern zu verbringen. Wir sind hier geblieben, da ich die Jüngste bin und mich um die beiden kümmern muss. Wenn ich gehen würde, was würde dann aus ihnen werden? Sie werden jetzt schon etwas merkwürdig. Mein Vater hat ja schon graue Haare. Ich muss auf ihn aufpassen. Auf Joaquins Hof warten schon seine Freunde aus Argos und den Nachbarorten auf den Rinderkampf, die Schäger de Bois. Es ist eine alte Tradition und jeden zweiten Sonntag finden die Kämpfe in den Dörfern statt. Joaquin hofft, dass sein Stier Pisco seinen Gegner in die Knie zwingt. Er ist bereit für diesen Kampf. Pisco ist mit seinen 7 Jahren ein erfahrener Kämpfer. Die Stiere werden nicht abgerichtet. Sie lassen ihrem Instinkt freien Lauf. Es ist wie ein Kampf um ihre Rangordnung in einer Herde. Wenn Joaquin seinen langen Stock bei sich trägt, weiß Pisco, dass er gleich kämpfen darf. Das Spektakel kann beginnen. Pisco hat gewonnen. Zur großen Erleichterung der ganzen Familie, denn der Rasen war durch die Regenschauer rutschig. Joaquin war während des Kampfes nervös. Manchmal verletzen sich die Rinder an den Hörnern, die dann nicht mehr nachwachsen. Heute ist der Kampf glimpflich verlaufen. Ich bin glücklich. Ein anderer Kampfplatz wäre besser gewesen, aber ich habe trotzdem gewonnen. Der andere Stier kämpft sonst eine Stunde lang, aber dieses Mal halt nicht. Mein Stier wird jetzt der Champion genannt. Das ist schon in Ordnung. Pisco steigt jetzt, ähnlich wie in der Fußballliga, in die nächsthöhere Klasse auf. Joaquin malt sich gute Chancen aus, das nächste Wettkampfturnier zu gewinnen. Früher gehörte einem Dorf gemeinsam ein Stier, der für die Ehre der Dorfgemeinschaft kämpfte. In ihrem Stolz verletzt, wurden die Verlierer oft handgreiflich. Als die Dörfer noch gegeneinander antraten, war das sehr gefährlich. Heute passiert nichts mehr, aber damals gab es immer wieder Verletzte. Sogar Tote. Heute haben sich alle daran gewöhnt, dass die Rinder privat sind. Da passiert sowas nicht mehr. Früher, das war eine ganz andere Sache. Den Sieg beim Rinderkampf will Joaquin mit seinen Freunden ausgiebig feiern. Für alle gibt es den frisch gebackenen Foulard. Das frische Roggen und Weißbrot dürfen auch nicht fehlen. Die großen Postage, Steaks vom Barossau-Rind, würzt Maria nur mit etwas Pfeffer. Den Barossos schmecken die Steaks am besten mit einem Stück Brot. Joaquin und seine Familie freuen sich, dass der Stier Pisco ihnen allen einen schönen Anlass zum Feiern gegeben hat. Die gesamte Familie sieht nach den vielen Vorbereitungen endlich einem entspannten Abend entgegen. Zur Tradition eines Rinderkampfes gehört ein Lied auf den Gewinner. Es ist ein humorvoller Schlagabtausch zwischen dem Sänger und dem Sieger. Sie besingen ihre gemeinsame Leidenschaft für den Rinderkampf. Für alle ist es ein Riesenspaß.
Wie jeden Tag widmet sich Paula am frühen Morgen als erstes den Rindern. Sie bringt die Tiere auf die Weide und am Nachmittag holt sie sie wieder in den Stall zurück. So vergehen die Tage. Solange Paula und Joaquin ihre Traditionen pflegen, wird sich in Arcos nicht viel ändern. Nur hier sind sie mit ihren Familien und ihren Rindern glücklich.